Wir sind heute im Louis Cellars, lange Reihe 113 in Hamburg bei Markus Deib, dem Chef von Baden. Und er ist nicht nur Eischef, sondern auch amtierender Weltmeister über 100 Meter Lagen, Kurzbahn WM Doha 2014. Jetzt gibt's Eis für Astrid. Wir haben, also du hast drei Kugeln rausgesucht. Astrid, bitte Eistest ab. Ah, alles klar, sind unterschiedliche Schalen. Dann fange ich links an. Nein, das ist nicht unterschiedliche Schalen. Hier links, weil es ist relativ einfach und dann aber doch nicht so einfach. Schmeckt. Also eher was Süßeres. Kann das, das ist eher süßer, milchiger, sahniger. Milch als Chip schon mal. Ist das weiße Schokolade? Oh, nicht schlecht. Weiße Schokolade, ein Punkt für Astrid. Ich glaube, Schokolade ist relativ einfach rauszufinden, aber weiße Schokolade. Cool, ja. Das schmeckt wie diese, ich weiß gar nicht mehr, wie die weiße Schokolade hieß. Okay, das ist jetzt, das ist jetzt eine Sorte, die jetzt kommt, die sehr gut kriegt bei uns. Oh. Ist was Karamelliges dabei, kann das sein? Karamell? Richtig. Echt? Es ist richtig zwei. Oh, Peter, das kannst du nicht halb so gut machen. So, ich probiere aber trotzdem alle mal nach. Peter, du kannst mich jetzt nicht aufziehen, weil... Frucht drin? Ja. Erdbeer drin? Richtig. Noch irgendwas? Ja. Erdbeer und... Das ist ganz einfach. Oh, Erdbeer und eine andere Frucht? Nein. Hast du einen Tipp? Das sind Kräuter. Kräuter. Minze? Richtig. Hey, unglaublich. Drei von drei richtig geraten. Sie sehen. Oh, Markus Steiger bei Ort der offenen Tür aus. Und da man so selbst gemacht ist. Alles meins, der Rest. Können wir nochmal drüber reden.